Dann zeigt mir wenigstens, wie man es kontrolliert. Keine Zeit. Alter. Und sie weiß, dass ich ihren Plan kenne. Mich kriegst du nicht los. Ah, da ist er ja. Ich wollte das gar nicht. Das Feuer verschafft uns nur 2-3 Minuten maximal. Ich muss hier weg. Ich gehe nicht zurück nach Fördenkirchen. Ja, ja. Wer immer da kommt, kommt wegen dir, Mann. Nicht wegen mir. Du wurdest gesehen, Kleiner. Die Leute hier wissen von dir. Und sie weiß, wie man sie zum Reh. Viel Glück, Kleiner. Auf keinen Fall. Ich gehe nicht in einer Fischwache drauf. Okay. Lass mich einfach gehen. Lass mich hier abhauen. Und niemand muss hier etwas hierüber erfahren. Warte mal, stopp. Wir können doch reden. Oh, Henry. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir. Gut. Wir haben ihn, oder? Ich, hab euch den bösen Conduit geliefert. Gute Arbeit, Leute. Besonders ihr. Bioterrorist. Henry Daughtry war ein Bioterrorist. Conduit ist ein Wort, das Verräter benutzen, die mit ihnen sympathisieren. Du bist kein Verräter. Oder? Ich, gib mir Mühe. Du wirkst nervös. Nein, ich bin nicht nervös. Aus Erfahrung weiß ich, dass Menschen nur aus 2 Gründen nervös sind. Entweder sie sind feige, oder sie haben etwas zu verbergen. Ja, ich werde auch bei hübschen Mädels nervös. Du warst mit dem Bioterroristen allein da drin. Hat er dir irgendetwas erzählt? Erzählt? Hat er dir etwas gesagt? Vielleicht eine seiner Reden gehalten über Verschwörungen? Nein, er hat mir gar nichts erzählt. Gut. Das ist gut zu hören. Die weiß, dass wir was wissen. Weißt du, wir führen einen Krieg auf Leben und Tod mit diesen Bioterroristen. Und es ist mein Job, alles zu tun, damit wir diesen Krieg auch gewinnen. Tja, ist schon komisch, oder? Bist du nicht auch eine Bioterroristin? Idiot. Okay, okay, okay. Ja, bin ich. Manchmal muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. Und jetzt steht fest, dass du kein Feigling bist, was bedeutet, dass du mir etwas verheimlichst. Was tust du da? Das geht nicht. Was soll das? Ich habe Rechte! Und ich bin gesetzlich dazu befugt, diese Rechte aufzuheben, wenn ich es für angebracht halte. Wie jetzt zum Beispiel. Ich frage nochmal, was war da drin los? Und ich sage es nochmal. Nicht... Ah! Tut ziemlich weh, hm? Vielleicht weiß ich, was da drin los war. Nein, Betty, nicht. Wirklich? Keine Antwort? Dreckiges Miststück. Tja. Wenn du mir wirklich nichts zu erzählen hast, plaudere ich mit der netten alten Dame. Aber denk dran. Beton ist besonders gefährlich für gebrechliche Knochen. Und wenn sie nicht redet, mache ich einfach mit dem Nächsten weiter und dem Nächsten, bis es endlich jemand tut. Hast du mir etwas zu sagen? Oder soll ich lieber mit deinen Freunden hier reden? Na. Das können wir nicht machen. Wir müssen uns stellen, das können wir nicht machen. Ihr frei zu riskieren, um Betty zu beschützen, ist der erste Schritt, um Helden zu werden. Was steht hier? Anderen Gefahr zu bringen, um sich selbst in Sicherheit zu bringen, ist der erste Schritt, um ein Schurke zu werden. Das können wir nicht machen. Wir werden uns stellen.
Ich bin ein Conduit. Was? Ich sagte, ich bin ein Conduit, okay? Ich hab's mir gerade erst eingefangen von dem Kerl. Eingefangen? Sehr lustig. Ah! Gott! Delton! Ah! Na, Betty? Vielleicht kannst du mir eine Antwort geben. Ja, hab gehört, das soll wehtun. Blöde Kuh. Beschützer. Sie haben den ersten Schritt getan, um ein Hit zu werden. Oh, ich werde die so töten, die Fotze. Was zum Henker ist hier los? Ist das Langhaus jetzt etwa ein Krankenhaus? Wie lange war ich weg? Alter, den haben sie auch übel zugerichtet. Nick, Mann, was ist passiert? Er ist auch voller Splitter. Was zum Fick? Oh mein Gott. Wie kann jemand sowas tun? Wie viele Menschen hat sie verletzt? Wenn ich die jemals treffe, ich werde dir so den Arsch polieren. Sie hat's auch abgekriegt. Kann man darüber gucken? Schade. Oh mein Gott. Da ist sie ja. Betty. Delzin, Junge. Du bist wach. Hat Augustin dir das angetan? Ja, hast du wirklich gedacht, dass ich dich an diese Zimtzicke verrate? Außerdem, im Moment lassen sich doch alle coolen Kids die Beine piercen. Das heißt, dass alle hier... Wir sind da komisch. Wir schützen unsere Leute. Niemand hier gibt dir die Schuld an dieser Geschichte. Ja. Solltest du auch nicht. Hey. Schäm dich nicht dafür, was du bist. Das ändert nichts. Du wurdest so geboren. Aber das bedeutet, ich bin jetzt einer von denen. Bist du nicht. Du bist kein... bösartiger Bioterrorist, der umherläuft und einfach Menschen umbringt. Du bist ein guter Junge. Bei dir kommt eben einfach nur Rauch aus den Fingern. Der Rauch aus meinen Fingern ist der Grund für diese ganze Katastrophe. Hey. Red dir nicht so etwas ein. Wenn du hier Trübsal blasen willst, dann schlafe ich noch eine Runde. Denn ich brauche meine Ruhe, damit es mir wieder besser geht und ich auf die Beine komme. Und jetzt kann ich ausruhen, weil du wach bist. Mach dir keine Sorgen. Ich werde schon wieder. Wirklich. Wirst schon sehen. Mann, Delzin. Ah. Verdammt, ich dachte, wir würden dich verlieren. Wegen Beton in den Beinen? Dafür braucht es schon etwas mehr. Tja, ich schätze mal, Schnellheilung gehört wohl auch zu deinen neuen
Ding, wo wir davon sprechen, dieses Zeug mit deinen Händen, ist das weg? Ich weiß nicht genau, Mann. Rauchen ist im Langhaus verboten, oder? Klar. Außerdem sollen die anderen ja schnell gesund werden. Gesund werden? Hey, Dalsim, diesen Leuten wird es nicht mehr besser gehen. Sie sterben, Mann. Das weißt du doch nicht. Nein, aber die Ärzte, die hier waren, als du bewusstlos warst, tun es. Und sie sagen, dass... Sie sagen, dass diese Splitter nur auf die gleiche Weise wieder rauskommen, wie sie reinkamen. Was? Ja. Aber das war Augustin und ihre komische Betonkraft. Ja. Scheiß drauf, Mann. Sieht aus, als würden wir beide sie aus Seattle wieder herholen. Wow, 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 warte. Was, glaubst du, dass du sie überreden kannst, mit dir zurückzukommen? Komm schon, Mann. Ich weiß, dass du dir den Kopf gestoßen hast, aber ihr zwei habt euch beim letzten Mal nicht gerade prächtig verstanden. Reggie. Ich bin schuld. Ich bring das in Ordnung. Nein, verdammt, Delson. Du bist gerade erst wieder aufgewacht. Hör zu, ich weiß, du willst helfen, aber die Ärzte sagen... Dass man sie nur mit derselben Kraft wieder herausbekommt. Kapiert? Was bedeutet, dass wir Augustin gar nicht brauchen? Wir brauchen nur ihre Kraft. Okay, ich kann dir nicht folgen. Ich sauge Kräfte auf wie ein Schwamm, weißt du noch? Wenn es mit Rauch ging, warum nicht auch mit Beton? Aber was, wenn das mit dem Rauch nur Zufall war? Hä? Überleg mal, du müsstest dich durch wie viele tausend DUP-Leute zu ihr durchkämpfen? Ja, wahrscheinlich so in der Art. Ich erklär's dir im Wagen. Welcher Wagen? Du hast keinen Wagen. Ich... Das ist mein Wagen. Ah, immer noch Filmsequenz. In Ordnung, ich habe mir da schon was überlegt. Okay, also, wir schlagen da auf, bedienen uns ordentlich am All-Inclusive-Conduit-Kraftbuffet, schauen uns vielleicht die Space Needle an, da wollte ich immer schon mal hin, und dann retten wir zu Hause ein paar Leben. Dir ist klar, dass wenn wir da aufschlagen, es gut möglich ist, dass die Stadt, nun ja, zurückschlägt? Zurück? Was soll das denn heißen? Es heißt, dass Seattle eine 500.000 Einwohner hat, die sich nicht gerade über die Bioterroristen freuen, die schon da sind. Glaubst du, du bist da willkommen? Nein, aber ich werde anders sein, okay? Oh, okay. Ich ziehe nicht die gleichen Sachen wie die ab. Ich werde Leben retten. Ich werde ein neuer Superheld. Genau. Ich werde die Kranken heilen und... Meinst du echt, die schmeißen dir eine Parade? Wach auf, Mann. Hey, keine Sorge, Dell, okay? Wir bringen das in Ordnung. Wir werden dich heilen. Heilen? Rauch aus den Fingerspitzen zu schießen ist nicht gerade normal, Mann. Nur weil es nicht normal ist, heißt es nicht, dass es geheilt werden muss, okay? Van Gogh war nicht normal. Gandhi war nicht normal. Ja, aber die Leute hatten keine Angst vor Gandhi, verstehst du? Die Leute haben Angst vor Bioterroristen. Das sind Freaks, okay? Das ist der vorprogrammierte Schwachsinn. Whoa, whoa, whoa. Shit. Fantastisch. Huh. Tja, den Rest laufen wir wohl. Laufen? Was? Ja. Wo willst du hin? Hey. Das. Jetzt will ich mal was gucken. Moment. Großer Gott, sieh dir das mal an. Naja, Kurve, okay, das ist... Pass auf, wenn du es dir anders überlegt hast, dann... Machst du Witze? Das ist unglaublich. Das ist Zerstörung. Das ist Selbstverteidigung, Mann. Die Straßensperre war zum Angriff gedacht. Weil es Bioterroristen sind. Tja, das hat sie nicht aufgehalten. Und bei meiner Wenigkeit wird das auch nicht klappen. Pisst ja wie aus Eimern und wie geil das aussieht. Nun gut, wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge von Infamous und dann mal schauen, was uns noch erwartet.